Servus Leute und schon mal einen schönen Karfreitag und frohe Ostern. Ja, ja gut, der Name des Titels ist vielleicht nicht so ganz angebracht, aber ich wollte einfach nur mal berichten aus meiner Erfahrung. Ich habe mir einen Phoenix Plus, Top Dan Phoenix Plus nochmal geleistet zu meinem Heller Gutmann Megamax X, was ich eh schon habe. Und weil das auf Lorsch-Basis basiert, DIAC-System, da habe ich mir gedacht, bist du da relativ safe, sicher, weil zuvor hatte ich bei Mitmann Live einmal das Lorsch X431 4.0 besorgt. Und damit habe ich 2 Jahre gearbeitet, ist das Update abgelaufen. Alles top, alles zufrieden bei Mitmann Live, alles gut. 2 Jahre zuvor hatte ich hier auch ein Autel Maxi Pro gekauft, MP808TS. Auch zufrieden, alles in Ordnung. Gut, anfangs war aber Mitmann Live der Support, fand ich richtig gut. Mittlerweile ist es schwieriger geworden, weil natürlich er ist größer geworden und er ist nicht mehr so gut erreichbar. Früher am Anfang, wo ich noch Autel gehabt habe, da hat er mir persönlich noch geantwortet, aber jetzt machen das seine Mitarbeiter, aber das muss ja nichts Negatives sein, das ist auch überhaupt keine Ansage oder kein Negativvideo oder irgendwas, das ist nur mein Erfahrungsbericht. Ich war dem Herrn Mittmann immer treu, vielleicht auch wieder in Zukunft, das weiß ich noch nicht, das muss ich mal sehen. Was für mich entscheidend war, ich habe dieses Gerät jetzt nicht mehr bei ihm gekauft. Bei dem Autel war das so gewesen, da gab es, wenn man im Internet jetzt Geräte gekauft hat, über irgendwelche Plattformen, Online-Auktionshäuser, dann war das Risiko halt sehr groß, dass man ein China-Gerät bekommt und nicht die volle Funktion und extrem viel auf Englisch ist und nicht auf Deutsch, und das wollte ich damit verhindern. Und dann war mir das nicht so wichtig, ob das 100 Euro mehr kostet, das war mir egal. Höchstens, ich habe eine Rechnung. Und hier war immer wichtig, dass ich eine Rechnung habe. Und das Gerät habe ich zum ersten Mal, deshalb ist der Titel fremdgegangen, habe ich nicht mehr bei ihm gekauft, sondern ich habe mir die Preise verglichen auf seiner Seite. Da kostet das Gerät ja hier oben 1400 Euro. Wenn man noch Support haben will, dann ist es ein bisschen teurer. Nee, bei dem ist es gar kein Support dabei, bei anderen Geräten. Und ich habe es dann verglichen und habe jetzt mir das Gerät bei Amazon bestellt. Also statt für 1100 habe ich es dann halt gekauft und habe mir gesagt, naja gut, wenn da was schief geht. Also ich habe darauf geachtet, dass es von Amazon kommt und von Amazon versendet wird, für in Deutschland und kein Chinesenkram. Da gab es, ursprünglich kostet das 1199, es gab 100 Euro Rabatt, also 1100 Euro. Und das ist jetzt das Gerät. Und damit habe ich jetzt schon eine Zeit lang gearbeitet und ist echt einwandfrei. Also hier kann ich nicht sagen, dass es irgendwie nicht funktioniert oder dass irgendwas. Das sind schon die Fahrzeuge, die ich, glaube ich, ausgelesen habe. Genau, das sind alles Fahrzeuge, die ich schon ausgelesen habe. Funktioniert genauso wie bei dem Lorsch. Es ist im Prinzip alles selbst genauso aufgebaut wie beim Lorsch. Und das, ja, Diagnoseberichte und so, das sieht das, das ist alles auf Deutsch. Also man muss sich da überhaupt keine Sorgen machen. Manchmal ist ein bisschen was auf Englisch, ja. Ich glaube, ich hatte hier ein Peugeot, genau hier diesen Peugeot. Da war es tatsächlich leider auf Englisch alles hier. Und da habe ich aber auch schon zum Support, das ist ja das Schöne bei Lorsch allerdings, da kann man ja Rückmeldungen geben. Da bin ich jetzt da drauf gegangen. Und da habe ich das quasi bemängelt, dass dass bei dem Modell, dass diese ganzen Erklärungen nicht auf Deutsch sind. Und die haben sogar mir geantwortet und haben gesagt, sie bitten um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. Sie werden so bald wie möglich kontaktieren und die richtige Erklärung für ihn angebotenen Kontaktinformationen geben. Also
Das ist halt das Schöne, man kann jedes Auto, was man hier drin hat, oder Probleme bei der Diagnose hat, meldet man dann, also der sagt einem, was hier die letzten Diagnosen waren. Und da geht man halt drauf und sagt dann, was ist hier der Mercedes, was gab es hier für Probleme. Und dann sagt er auch gleich, ob man den aktuellen Softwarestand hat. Und dann beschreibt man halt, was man für Probleme hat. Von daher löst das Top dann selber. Also man braucht eigentlich nicht diesen Support. Also wie gesagt, ich will aber hier niemanden da jetzt schlecht machen oder irgendwas. Also bei mir war alles in Ordnung. Es hat alles super funktioniert. Und ich habe einfach mal jetzt aus meiner Erfahrung gesagt, ich brauche den Support nicht, weil ich mittlerweile so sicher mit dem Gerät bin. Und die Probleme, die ich habe, die kann auch der Mitmann Live nicht lösen für mich, weil wenn, dann bräuchte ich Diagnose, Unterstützung. Und ich habe ja All Data, ich habe ja alles, also ich brauche das alles so weit von ihm nicht. Und es gibt natürlich Leute, die das brauchen, das ist klar, aber Diagnose, Unterstützung gibt er ja sowieso nicht. Ja. Der gibt nur Tipps, wie man mit dem Gerät arbeiten muss und kann oder was es da für Hürden gibt. Aber jetzt Diagnosenhilfen am Fahrzeug, das macht er ja auch nicht. Also von daher bringt mir der Support mir persönlich mit meinem Level, was ich habe, nichts. Ja, also deshalb, da gibt es genug Videos im Netz, wie man mit dem Gerät arbeitet und von daher, das ist vollkommen ausreichend. Ja. Ich zeige auch jetzt im Anschluss, wie ich das Gerät ausgepackt habe, wie ich das Gerät installiert habe, dass ich das alles alleine gemacht habe, ohne Unterstützung. Natürlich aus einer Erfahrung von damals mit dem Launch, wie das funktioniert, das ist absolut deckungsgleich. Selbsterklären, das ist echt überhaupt gar kein Problem. Also wer sich da traut, der kann ruhig irgendwo, denke ich mal, im freien Markt bestellen, kann sich da ein paar Euros sparen. Wenn einer natürlich, sage ich mal, ein bisschen Muffesausen hat oder Bedenken oder so, ja klar, der bestellt natürlich hier bei Mitmann Live, das ist klar. Ja. Da ist er sicher aufgehoben und denke ich mal, da kommt der Support dann auch, wenn es auch von seinen Mitarbeitern ist, aber der ist dann da und da wird einem geholfen. Also ich, bei mir hat er eigentlich immer geholfen. Klar, bei größeren Problemen konnte er mir nicht helfen. Das war dann, hat man relativ schnell gemerkt, da war dann schnell die Luft raus. Das geht halt nur, wenn man mit absoluten Profis dann arbeitet. Ja. Also in der Diagnose muss man jetzt mit anderen Leuten dann zusammenarbeiten. Ja. Aber an sich so kann ich jetzt nichts sagen. Diese Geräte, die da, das habe ich jetzt persönlich bei Amazon gekauft und es ist perfekt, es funktioniert und ist alles auf Deutsch. Das konnte man, die Sprache konnte man sofort umstellen, dann funktioniert das auch alles. Und der Rest geht genauso wie beim Launch, Updates, alles. Ich wiederhole mich, also hier ist überhaupt kein Problem, klar, bei den Wartungsfunktionen. Deshalb habe ich mich für den Topdan entschieden, weil der brutal viel mehr Wartungsfunktionen hat wie der Launch. Launch lässt sich ja vieles extra noch bezahlen und Topdan, da ist nochmal vieles inklusive dabei. Ja. Und ich habe wieder 2 Jahre Update. Und das war für mich jetzt günstiger, dieses Topdan zu holen, für viel weniger Geld, wie was ich vor 2 Jahren für das Launch sogar bezahlt habe. Ja. Und der Launch kann eigentlich weniger wie das Topdan-Gerät. Ja. Und der Mitmann Live macht ja auch Schwerwerbung für Topdan, dass das die besten Geräte sind. Ja. Für mich reicht das aus, ich muss nichts programmieren, von daher ist das vollkommen ausreichend für mich. Also wie gesagt, Herr Mittmann, wenn Sie das Video sehen, nichts Negatives über Sie. Das ist einfach nur ein Erfahrungsbericht, was ich den Leuten einfach mitgeben will. Und jeder soll bitte frei entscheiden und bitte das nicht falsch verstehen. Das ist keine Ansage oder hier irgendwie, kauf da nicht oder so. Das ist völliger Quatsch. Ich biete meine Erfahrungen, die ich hier habe, teile ich weiter. Die könnten ja hilfreich für andere Leute sein, die sich so ein Gerät oder an den Überlegungen scheitern. Weil man kriegt ja so von niemandem irgendwelche Berichte oder so. Das sagt ja keiner einem, was funktioniert das oder funktioniert das nicht. Also ich kann hier sagen, es hat funktioniert. Und ich denke, wenn ich über Amazon, habe ich auch eine Garantie. Also wenn da irgendwas mit dem Gerät sein sollte, kann ich das sicherlich da zurückschicken. Ich habe eine ganz offizielle deutsche Rechnung. Das war mir auch wichtig. Und von daher bin ich ganz entspannt und mache mir keine Sorgen.
So, im Anschluss seht ihr jetzt, wie ich das aufbaue, wie ich ein Fahrzeug auslese und dass das auch alles funktioniert. Und ich habe das Gerät jetzt schon seit 3 Wochen im Einsatz und völlig unproblematisch. Alles funktioniert perfekt. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie das Diagnosegerät jetzt ist. Das habe ich ja, wie gesagt, nicht bei Midman Life bestellt, sondern diesmal habe ich das bei Amazon bestellt, aber direkt bei Amazon. Ich will da jetzt keine Werbung wegen Amazon machen, da bekomme ich auch überhaupt keine Bonuspunkte oder sonst was, sondern ganz normal bestellt. Und ich wollte als Verkäufer schon Amazon haben, allein wegen den Gewährleistungsansprüchen. Es gab das Gerät auch 1000 Euro günstiger. Beim anderen Anbieter, also nicht von Amazon, sondern von chinesischen Anbietern, aber da hatte ich jetzt irgendwie kein Vertrauen. Gut, dann machen wir mal auf. Schauen da mal rein. Keine Ahnung, hab das jetzt auch, mache ich gerade mit euch zusammen auf. Ah, okay, das ist so die typische China-Verpackung. Diese Plastikding. Ja, ja. Okay, das ist auch nur ganz normal verschickt worden. Standard. Na gut. Schauen wir uns mal an. Ich mache das mal auf und dann gucken wir weiter. So sieht das aus. Der Koffer jetzt, nachdem ich die Folie gemacht habe, top dann Phoenix Plus. Das habe ich mir jetzt mal gegönnt. Wie gesagt, nicht über Midman. Jetzt teste ich mal, ob ich dadurch irgendwelche Nachteile habe, weil ich habe jetzt im Prinzip 300 Euro gespart gegenüber dem Midman. Was das normalerweise kosten würde. Zack. So sieht das aus. Die Packung. Ganz normale Packung, wie man das so kennt. Ja. Ja, keine Ahnung. Gucken wir mal, installieren wir mal und schauen mal, ob wir irgendwelche Nachteile haben, wenn wir es jetzt nicht beim Profi bestellt haben, sondern selber bei Amazon. Naja, in der Regel sollten wir eigentlich zumindest das Ding laufen bringen und die Sprache auf Deutsch umstellen können. Wenn das geklappt hat, dann bin ich eigentlich guter Dinge, dass das jetzt, sage ich mal, kein Fehlkauf war. Ja. Schauen wir mal. So sieht der Koffer jetzt aus. Ja. Okay. Ja. Okay, das ist der Dongle. Oh, der hängt aber fest hier drin. Was ist hier? Ach, das sind die Diagnosestecker. Ja, sehe ich schon. Einmal Mercedes, einmal BMW. Das sind so die wichtigsten, die man braucht. Okay, das ist schon mal gut. Weil die braucht man echt öfters auch. Weil man hat doch auch mal ältere Fahrzeuge, nicht immer die ganz neuen, aktuellen. Und ja. Ah ja, gut, okay, sehe nochmal Passwort, das will ich jetzt nicht unbedingt zeigen. Gut. Ja gut, die Dinger, die brauchst du auch mal gar nicht. Die kenne ich von meinem Lorsch-Gerät. Ja, die im Prinzip überhaupt nicht verwenden. Auch hier sind nochmal irgendwelche super duper Stecker drin. Ja. Naja, wer weiß, für was das gut ist. Das ist für Mazda, Nissan und was weiß ich nicht, all für Fahrzeuge. Ich, ehrlich gesagt, nie gebraucht. Nie gebraucht. Auch bei Lorsch nicht. Okay. Stromanschluss, okay. Versorgung von dem Gerät, nicht schlecht. Ja, hier eine UBD-Verlängerung. Ja, und hier auch. Dann wir die Schnittstellen mit LED-Steckern. Gut, alles okay.
Meine Feste. Okay, das ist der Dongle. Also sieht vom, ist etwas größer wie vom Lorsch. Ich werde das dann auch noch mal vergleichen. Okay. Und dann packen wir das mal aus. Oh, das geht ja auch schon schwer raus. Gut. Ja, so sieht das aus, das Ding. So sieht das Ding aus. Ja, ist eigentlich schön handlich. Ein kleinen Tick größer wie das Lorsch X431. Achso, dann kann man hier so ein Ding aufklappen. Ja. Ja, das ist definitiv schon mal besser wie beim Lorsch. Okay. Machen wir mal an. Hier oben ist der Anschaltknopf, Top-Down, schaltet sich schon mal ein. Boah, braucht doch ganz schön lange. 98% geladen, okay. Ach, und guck an, man kann hier direkt die Sprache auswählen. Da würde ich doch gleich mal Deutsch nehmen, oder? Deutsch. Und schon ist es umgestellt. Das ist ja total einfach. Also das ist ja Wahnsinn. Also das ist ja richtig cool. Okay. Ach, jetzt will er sich schon mit der Fritzbox mit dem WLAN verbinden. Okay, dann mache ich das jetzt mal. Eigentlich ist mir die Fritzbox lieber. Gut, das muss ich natürlich das Passwort von meiner Box eingeben. Ja, das zeige ich jetzt natürlich nicht. Das ist ja logisch. Ich mache das Passwort rein und guck mal, wie es dann weitergeht, okay? So, jetzt verlangt er die Zeitzone. Dann nehme ich Brüssel, Europa Brüssel, weil das mit uns ja keine Zeitverschiebung hat. Gehe ich auf Nächstes. Hallo, vielen Dank für das Produkt, bla bla bla, die Informationen, die wir sammeln, Kundeninformationen, schön, die Kundeninformationen, zusätzliche Informationen, Fahrzeuginformationen, ach so, ja, ich muss den Bedingungen halt zustimmen, naja, immer dasselbe Geschwafel da, allgemeine Geschäftsbedingungen. Achso, meine E-Mail-Adresse muss ich jetzt eingeben. Okay, dann mache ich das und mein Passwort, das mache ich jetzt auch. Das zeige ich natürlich jetzt nicht. Das ist ja logisch. Gut, ich gebe mal meine E-Mail und mein Passwort ein und dann gucken wir mal weiter. Achso, meine E-Mail-Adresse und Passwort kann ich ja logischerweise nicht eingeben, sondern ich muss ja meinen Anschluss registrieren, das heißt ein Konto erstellen. Aktivieren und dann Registrierung beenden. Ja, Blödsinn natürlich, logisch muss ich das erstmal. Konto erstellen, also ich muss erstmal ein Konto erstellen, sonst geht das ja überhaupt nicht. Okay, da gebe ich mal meinen Namen, Passwort und sowas ein und dann melde ich mich gleich nochmal. So, jetzt habe ich den ersten Punkt abgeschlossen, die Registrierung. Also ich habe meinen Namen eingegeben und ich habe mein E-Mail, mein Passwort und was war denn noch gewesen? Ach, dann wurde so ein Bildcode verlangt. Der Bildcode wird an eine E-Mail-Adresse geschickt und diesen Bildcode, den muss man dann hier eingeben. Okay.
Gut, dann werde ich jetzt die Seriennummer eingeben und den Aktivierungscode. Das zeige ich natürlich nicht. Und dann sehen wir uns bestimmt bei der Registrierung beenden. So, ich habe alle drei Punkte bestätigt. Konto erstellt, Anschluss aktiviert. Ich habe halt diese Sachen eingegeben, die Seriennummer und den Aktivierungscode, Registrierung beenden. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Registrierung abgeschlossen. Mache ich okay. Gut, jetzt bin ich anscheinend schon hier drin. Jetzt müsste ich eigentlich ein Upgrade machen, glaube ich. Ja. So hätte ich das jetzt erwartet. Genau. Oh boy. Boah. Naja, gut, es gibt hier so Marken, die brauchen wir jetzt nicht. Also, die können wir wegmachen. Tata Indien, das brauche ich auch nicht. Also es gibt so gewisse Marken, China Buick brauche ich auch nicht. Proton Malaysia brauche ich auch nicht. MG brauche ich auch nicht. Obwohl MG, ich weiß nicht, die neuen Modelle sind ja MG von diesen. Maxus sagt mir gar nichts. Das brauchen wir alles nicht. Kia Korea brauche ich auch nicht. Yulong brauche ich auch nicht. JNC brauche ich. Na doch, das gibt's. Das kenne ich gar nicht. Hyundai Plus. Hino brauche ich nicht. Holden Australia brauche ich nicht. GM Wiconov brauche ich nicht. Fuso brauche ich nicht. Okay, den Rest können wir machen. Da machen wir ein Klick-Update. Jetzt geht's vorwärts. Gut, das brauche ich jetzt nicht alles so zeigen. Jetzt lädt er halt die ganze Software runter und da muss man auch, denke ich mal, den Dongle, den muss ich sicherlich noch upgraden. Im Moment funktioniert alles so, wie ich das. Oh boah, ist ja brutal schnell. Also das Lorsch X234 ist deutlich langsamer. Das ist deutlich langsamer, ja. Ey, der Vater, ja, das ist ein Tempo hier. So, jetzt gucken wir mal hier. Was ist hier noch? Ja, man muss irgendwie. Das habe ich alles gemacht. Die Registrierung, das habe ich alles gemacht. Keine Ahnung, ob man den Dongle dann noch upgraden muss, das weiß ich jetzt gar nicht. Oder ob der direkt dann geht. Irgendwas stand doch da. VTDI Activation. Ach so, Activation Protection, doch, das habe ich doch gemacht. Jo. So, also 153 Updates sind jetzt gemacht worden. 17 sind jetzt offen geblieben. Das sind halt Modelle, die mich jetzt überhaupt nicht interessieren.
Ich mache das immer so, was ich brauche, mache ich nicht drauf und kann das immer noch entsprechend updaten, wenn ich will. Aber das sind ja Modelle dabei, braucht ja kein Mensch hier. Also ist nur Platzverschwendung, kostet Zeit und sinnlos. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Bis dato bin ich jetzt ganz alleine zurechtgekommen. Ich meine, das Phoenix, Topdan Phoenix Plus, von der Optik ist es minimal anders wie das Lorsch X431. Aber alles andere ist identisch. Also für mich ist da jetzt nichts Neues. Kann relativ souverän damit umgehen. Wir werden versuchen gleich mal, ich weiß jetzt nicht mit dem VCDI, wie das ist, ob man das jetzt updaten muss, also ein Firmware draufspielen muss, ich vermute mal schon. Also würde mich schon wundern, wenn das direkt gehen wird, das kann ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen. So, jetzt haben wir es zumindest so weit geschafft, ohne irgendeinen Support, ohne irgendwelche Hilfsanleitung. Ich meine, hier ist sowieso eine Anleitung dabei. Hier ist das alles auf Englisch nochmal erklärt, wie man das machen muss. Aber naja, brauchen wir eigentlich nicht. Das ist irgendwie selbsterklärend. Ja. Intelligente Diagnose. Na gut, jetzt versucht er hier irgendwie einen Scan zu machen. Ich habe das VCDI ja gar nicht aktiv. Komisch. Naja, gut. Ja. Ich weiß nicht, was bei Wartung ist. Ach, das sind die einzelnen Möglichkeiten. Genau, Bremse. Und wenn die Sonne, na gut, alles klar, bestätigen. Ja, wir haben jetzt aber kein Auto, nichts angeschlossen. Also kann jetzt nicht funktionieren. Ja. Gut, im Prinzip ist das wie das Lorsch aufgebaut. Das ist jetzt für mich nichts Besonderes. Für mich ist nur wichtig, ob ich ohne Hilfe da zurechtkomme. Und ich muss noch das VCDI muss ich noch einstellen. Das zeige ich euch dann auch noch, wie das geht, wenn ich es gefunden habe, wo die Funktion ist. Ja. So, VCDI. Da habe ich jetzt schon mal angeschlossen ans Auto. Jetzt leuchtet er irgendwie so rosa. Gut, ich mache mal die Zündung an. Mal sehen, ob sich da farblich was verändert. So, jetzt nichts. Das ist auch rosa immer noch. Ja, gut. Dann nehmen wir mal Topdan. Machen wir mal intelligente Diagnose. Ah ja. Das macht die VCDI-Aktualisierung, siehst du? Genau das hatte ich mir gedacht. Aber was halt hier mega ist, er macht das alles automatisch hier, das Ding. Ich brauche überhaupt nichts tun. Jetzt auch, wo ich das Gerät eingeschaltet habe, der fängt sofort an, fragt mich nach der Sprache. Dann versucht er, die Registrierung aufzubauen. Dann soll ich mich anmelden. Also das ist alles ein logischer Algorithmus, der da draufgelegt ist. Eigentlich kann man hier echt nichts falsch machen. Aktualisierung der Firmware okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Unglaublich. Unglaublich. Wahnsinn. Wahnsinn. Also, ich bin geflasht. Eben gerade noch abgedatet alles. Lokale Diagnose, Fahrzeugmodell, Schnellzugriff. Machen wir mal. Mal gucken, was ist das lokale Diagnose, was damit gemeint ist. Okay, Zündschalter ist auf Zündung an, ja. Kommunikation.
Ach so, ich muss ins Netzwerk. Ne? Okay, warum muss ich jetzt ins Netzwerk? Das ist doof. Okay. Ja, da muss ich hier irgendwie erstmal ins Netzwerk. Ja. Also nochmal die Diagnose. So. Alles der Verwalter. Super. So. Intelligente Suche. Systemscan. Ich glaube Systemscan, oder? Dann genau. Ich gehe hier alles mal durch. Da geht dann jetzt alle Steuergeräte durch, die ihr kennt. Okay. Also damit weiß ich, welches Steuergerät überhaupt vorhanden ist. Okay. Was hier schön ist, ist der Topologieplan. Dann sieht man nämlich mit was hier verknüpft ist. Okay. Und hier sieht man natürlich auch, welche Steuergeräte noch das Fahrzeug haben könnte und welchen Steuergeräten er halt nicht ausgerüstet ist. Er hat ja auch jetzt hier keine Vollausstattung oder so. Diagnoseplan. Auch nicht schlecht. Keine DDC. Okay. Systemtopologie, Systemliste. Können wir hier reingehen zum Motorsteuergerät. Fehlerspeicher lesen. Das lesen. Bremssystem empfangen. Okay. Nicht korrekt. Okay, alles klar. Code löschen. Ja, löschen wir einfach mal. Hab da nichts gemerkt von dem Fehler. Blam, weg. Wunderbar. Was können wir hier nochmal einen Datenstrom lesen? Können wir auch gerne mal probieren. Alles super in Deutsch. Wunderbar. Ansauglauftemperatur. Machen wir sowas einfach mal bestätigen. Aha. Standardbereich, aktuelle Nockenwellenstellung, auslassseitig, anlassseitig, minus 8 Grad, 29 und was geil ist, hier sind die Sollwerte auch noch. Ansauglufttemperatur, Degrees, ah ja gut, das muss ich jetzt nochmal ändern in den Einstellungen. Weil ich will keine Degrees, ich will ja Celsius haben. Ja. Das kann man sicherlich irgendwo, das muss ich jetzt mal gucken, wo man das machen kann. Grafikbericht, Aufzeichnung. Ja. Das kann man noch in den Einstellungen irgendwo ändern, das weiß ich. Ja. Gut, Sonderfunktion, was könnte man hier machen?
Kümmelstand unterprüfen, PCM-Service-Funktion. Saugrohrklappe können wir ein Start-Stop-Aktivierung oder Deaktivierung wahrscheinlich. Konfiguration Start-Stop-Automatik für Antriebssteuer. Adaptierte Werte für Antriebssteuer zurücksetzen, auch super Sache. Datenerfassung, okay, wunderbar. Hier, funktioniert tadellos. Und schon ist das Gerät eingerichtet, funktioniert alles ohne irgendeinen Support, ohne irgendeine Hilfe. Ich fand es kinderleicht. Also überhaupt kein Problem. Also man braucht da, man kann sich Diagnose ja vergessen, nicht vergessen. Wunderbar. Und da müsste eine Diagnosegeschichte des Fahrzeugs ja jetzt keine Daten vorhanden. Okay. Schade. Vielleicht muss man einen ein- und ausschalten und dann speichert der das Fahrzeug. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Muss man in den Einstellungen noch mal gucken. Gut. Doch, da ist er doch. Da ist er doch jetzt. Das haben wir ihn. Wunderbar. Hat einen kleinen Moment gedauert. Und dann hat man auch wieder den Schnellzugriff. Ja, alles klar. Gut, wunderbar. Also, bin total zufrieden. Guck, vorhin erst das Gerät bekommen, schon alles eingerichtet, funktioniert. Top. Absolut top. Also, auch wenn es jetzt blöd klingt, da ist nichts gegen, gegen andere Anbieter gerichtet. Das muss halt jeder selber wissen. Der kann natürlich beim Anbieter da kaufen, beim Profi. Dann hast du natürlich Unterstützung, Support, aber ich sag mal, das Gerät funktioniert so easy und so einfach. Man kann sich die 300 Euro einfach sparen. Ja, das braucht man nicht. Und ich denke mal, die Garantie habe ich über Amazon und von daher mache ich mir da jetzt mal gar keine Gedanken. Alles andere funktioniert jetzt ganz normal, das kenne ich vom Lorsch X431. Das ist genau dasselbe Ding. Gut, alles und so, das funktioniert eh nicht, habe ich ja eh nicht. Ferndiagnose, keine Ahnung. Okay. Gut, das brauchen wir nicht. Ach, ID senden, ja, okay. So, einfach zurück, fertig, beenden. Ja, dann ist das Kurzvideo mal zu Ende und ja, alles klar. Jeder kann sich seine eigene Meinung dazu bilden. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.